Und mit dem Anpfiff beginnt jetzt auch die B-Jugendsaison für den SV Grün-Weiß Schwerin hier in der Reiferbahn. Und wir treffen heute auf den Stralsunder HV. So, meine Unterstützung für die Handballtechnik habe ich mir eine Schiedsrichterin dazugeholt, die uns ein wenig Nachhilfe in Regeltechnik geben wird. Und gemeinsam schauen wir uns jetzt das Spiel an mit dem 1:0. Schön über die Außen gespielt, die Nummer 15 für Grün-Weiß Schwerin. Bei mir habe ich jetzt die Frau. Anja? Reicht. Anja reicht. Anja reicht. Du bist Schiedsrichterin, ist das richtig? Seit wann? Seit 2 Jahren. Ich bin aber auch Spielerin und Trainerin. Also absolute Personalunion. Da gibt es die erste gelbe Karte jetzt. Wegen Schiebens, würde ich sagen, nach dem Contest. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Du spielst dann für welchen Verein? Ich spiele und pfeife für den Rostocker HC. Und warum bist du heute hier? Darf man ja eigentlich nicht so genau sagen, aber ich begleite öfter mal Schiedsrichter im Land. Und in diesem Fall ist der Schiedsrichter mein Verlobter und deshalb bin ich hier. Ja, dann schauen wir mal drauf, was er so tut. Das war erstmal das 2:0 für Grün-Weiß Schwerin durch die Nummer 8 per 7 Meter. So, und jetzt sehen wir eine 5-1-Deckung. Als Spielerin hast du ja auch so ein bisschen Ahnung. Was genau bezweckt Grün-Weiß jetzt damit? In erster Linie möchte man mit der 5-1-Deckung hinten kompakt stehen können und durch die Spitze vorne den Einser die Bälle doch noch rausspielen können und schnell im Konter sein können. Das ist so die Variante. Also wenn die Aussicht schnell genug ist, stelle ich einen 5-1er vor, damit ich trotzdem den Konter laufen kann. Ja, und man kann halt gut Bälle auch rausspitzeln. Wenn Zuspielfehler sind zwischen den Halben und also im Aufbau, dann ist das immer sehr praktisch. Wie weit ist denn jetzt die B-Jugend, die wir hier sehen, noch vom Frauenbereich entfernt? Alterstechnisch sind es natürlich so 2-3 Jahre ungefähr. Spielerisch ist da noch eine Menge zu machen, würde ich sagen. Also die Anlagen sind auf jeden Fall schon da. Da kommt auf jeden Fall körperlich noch eine Menge hinterher mit den 2 Jahren. Und man kann bei einigen Spielerinnen schon sehen, dass sie auch durchaus im Frauenbereich auch mithalten könnten. Es sind so leichte spielerische Defizite, die sich noch auftun hier. Die man dann in der A-Jugend löst? So sollte es sein, ja. So ist es angedacht. Also das war jetzt schön auf der Außenseite durchgesetzt. Das ist 1:2 der Anschlusstreffer. Es wirkt doch, wir haben vorher und erneut das Tor für Grün-Weiß Schwerin. Davor gesehen, die C-Jugend, das sah doch schon alles ein wenig langsamer aus. Ist das eigentlich normalerweise ein kontinuierlicher Schritt oder gibt es so Spielstufen, wo man sagt, da gibt es größere Schritte, handballerisch gesehen? Also gerade im Sprung von der C-Jugend auf die B-Jugend ist der Sprung ziemlich groß, weil sich die Mädchen da auch sehr weit entwickeln, auch geistig weiterentwickeln, sehr schnell. Also dieses spielerische Verständnis wächst sehr. Und der Trainer, der da richtig anpackt, kann sich den größten Vorsprung erarbeiten für seine Mannschaft? Ja. Also in der Jugend die Sprünge sind immer ziemlich groß, also es merken die Spielerinnen auch selber. Einige sind ja auch in der C-Jugend schon sehr groß, die haben natürlich den körperlichen Vorteil und können sich dann schlechter anpassen im spielerischen Bereich. Und oft ist auch zu sehen, dass die etwas kleiner gewachsenen in den jungen Bereichen, dass die schon spielerisch intelligenter werden und dann später groß werden. Wie ist eigentlich das Problem mit den Heranwachsenden, andere Interessen? Wie hält man die Mädchen beim Handball? Das ist sehr schwierig, gerade jetzt diese Jahrgänge, die so um die Wende und etwas später, weil die Hobbys sehr weit gestreut sind, gerade so im technischen Bereich, Computer und Fernsehen und diesem Alter kommen dann auch so die ersten Freunde dazu und da sind die Freunde dann auch wichtiger. Da muss man als Trainer dann versuchen, die Freude am Spiel zu wecken, dass die Mädels beibleiben. Also jetzt haben wir gesehen, den gibt es den 7 Meter. Warum? Ja, jetzt habe ich gerade nicht so richtig hingeguckt, aber ich vermute einfach mal, die klare Torgelegenheit wurde regelwidrig verhindert. Meistens ist das der Fall, wenn der Abwehrspieler im Kreis bereits drin steht und dann noch den Körperkontakt sucht. Das ist meistens der
Fall. Gut, das 7 Meter jetzt erfolgreich abgeschlossen zum 2:4 aus Stralsunder Sicht. Nun sagtest du, dass die Spielintelligenz schöner außen rausgespielt, 5:2. Die Spielintelligenz wächst gerade in dem Sprung auf die B-Jugend. Das haben wir in der C-Jugend auch schon gesehen. Im letzten Spiel, wo die Grün-Weiß-Schwerin die erste, wo die Deckungsverband geöffnet wurde, der Gegner, und dann ein Spielzug angesagt wurde und auch konsequent durchgezogen wurde. Ab wann fängt man an mit diesem Spielzügenspiel? Das ist ja unterschiedlich. Es gibt ja bestimmte Deckungsformen, die vorgeschrieben sind in der Jugend. Da geht man von der Manndeckung in den jüngeren Bereichen über die 3-2-1-Deckung, was sehr offensiv ist. Und hier ist es nachher dann irgendwann freigestellt. Diese Spielzüge, die sind natürlich einstudiert mit Timing und die sollen die Deckung bewegen, sodass irgendwann mal ein Spieler frei ist. Wann man damit anfängt, das liegt natürlich daran, ab wann die Deckung gelöst wird. Also wann dürfen die Spielerinnen jetzt eine 3-2-1-Deckung machen und wann dürfen sie 5-1 oder 4-2 denken. Das ist halt, daran hängt das halt fest. Nun würde mich mal so interessieren, man hat ja immer so witzige Namen so für diese Spielzüge. Schön außen durchgesetzt von der 11, 6:3. Schöne, interessante Namen für diese Spielzüge. Aber wie kommt man da drauf und was habt ihr so für Namen? Wie kommt man da drauf? Bei uns war das bisher so, dass der Trainer sagt, okay, wir üben mal was Neues ein. Dann wird das eingeübt, vom Timing her abgestimmt. Und dann entweder der Trainer sagt, das ist die und die Kombination. Oder die Spieler sagen, ich finde aber unter der Nummer 7 kann ich mir halt nichts vorstellen. Ich möchte gerne, dass da außen läuft. Oder gute alte Namen, die werden jedem was sagen, so wie ASK oder ähnliches. Die sind einfach so alt eingesessen, die kennt auch jeder. Und es gibt manche Mannschaften, lassen sich auch Fantasienamen einfallen, so Blumentopf oder irgendwas, damit der Gegner nicht auf die tatsächliche Kombination schließen kann im ersten Moment. Und wie schnell registriert man das so als schnell denkender Abwehrspieler, was für eine Kombination das ist? Also zumindest beim zweiten Mal weiß man sofort, nachdem es angesagt wurde. Da die meisten Spielzüge ja nur Auftaktsituationen schaffen, also in irgendeiner Form eine Bewegung der Abwehr hervorrufen sollen, ist es recht einfach zu sehen an der Auftaktbewegung. Zum Beispiel in diesem Fall läuft der Mittelmann zum Außen. Es ist, bei uns heißt das Pädagogik, weil das bei uns bei Pädagogik gespielt wurde. Es ist eine ganz typische Auftaktbewegung, dass der Mittelmann halt zum Außen läuft. Und daran kann man schon sehr viel erkennen. Und was sagt man das als Abwehrspieler? Wie kann ich darauf reagieren? Weiß man, okay, wenn der jetzt nach außen läuft, dann muss ich mich so und so bewegen? Oder wie funktioniert das? Ja, das ist die Eingespieltheit in der Abwehr. Die Spielerinnen verstehen sich ja teilweise auch blind, aber es ist ein großer Teil auch Abstimmung. Das heißt, in diesem Fall muss natürlich der Außen schalten in der Abwehr. Okay, wenn der Mittelmann jetzt einläuft, dann wird meiner sich jetzt irgendwann bewegen. Und dann muss ich mit meinem Nebenmann kommunizieren. Mhm. Ne? Und wenn das funktioniert, dann wird diese Auftaktbewegung auch zu keinem Erfolg führen. Wenn die Kommunikation stimmt dazwischen. Ne? Ja, also ist das das, wo man sagt, die Abwehr muss lauter werden, die Abwehr muss reden? Genau, das ist das. Und das ist, hört man hier auch manchmal, wenn man sagt, ich habe den Spieler, das ist wichtig, wenn der Nebenmann weiß, er hat den Kreisläufer, das ist wichtig zur Abstimmung. Ja, das scheint bei Grün-Weiß sehr gut zu funktionieren. Ist jetzt das dritte Mal, dass sie da die Hände am Ball haben und diesen Konter laufen können. 8:3, haben sich ein wenig abgesetzt. Was kann man jetzt machen? Was gibt man seiner Mannschaft als Trainer jetzt mit, wenn man merkt, die laufen gegen diese Mauer an und finden keine Lücke? Standardsatz, Trainer, bewegt euch mehr ohne Ball. Also in diesem Fall sieht man viel. Wir haben hier eine etwas offensivere Spitze in der Abwehr von Grün-Weiß. Das heißt, sie ist dafür da, die Bälle halt rauszuspielen. Wenn sich aber nur der Spieler bewegt, der gerade den Ball hat, ist das schwierig, weil immer irgendwo ein Spieler von der Abwehr dazwischen steht und man hat den Ball, aber man kann nicht mehr abspielen. Wenn jetzt einer zum Beispiel ein Außen einläuft, er würde die Abwehr quasi auseinanderreißen, weil die sich ja wieder miteinander abstimmt und dann würde irgendwo ein Loch sein. Also wenn man mehr ohne Ball läuft und sich bewegt, dann hat man eine größere Chance.
Inwiefern kann man da als Spieler eigeninitiativ handeln und sagen, okay, also man, es bewegt sich zu wenig, ich laufe jetzt mal ein bisschen? Man muss sich ja mit seinen, auch im Angriff sicherlich, mit seinen Mitspielern abstimmen, oder sehe ich das falsch? Das ist auf jeden Fall richtig. Man sollte, Eigeninitiative ist auf jeden Fall gut, aber zu viel auch schlecht, gerade im Mannschaftssport. Meistens sind ja Spielzüge angesagt und man kann natürlich von einem Spielzug in gewisser Weise abweichen, aber es ist manchmal nicht so gut, wenn man dann so sehr von abweicht, dass die Situation kaputt gemacht wird. Also wenn jetzt, so wie hier der Außen einläuft und der andere Außen würde jetzt auch einlaufen im gleichen Moment, dann würde die Situation zerstört werden und das wäre natürlich nicht der Sinn. Andererseits, wenn gerade kein Spielzug angelaufen wurde, dann kann man natürlich ohne weiteres mal einlaufen, einfach so. Du sagtest einlaufen, einlaufen heißt ja vom Prinzip her einen zweiten Kreis zu bilden. Jetzt gibt es Auszeit genommen vom Stralsunder HV, einen zweiten Kreis zu bilden. Welchen Sinn hat das? Was ist die Aufgabe des Kreises? Die allgemeine Aufgabe des Kreises ist, wenn die Abwehr sich bewegt, die bewegt sich ja mit der Ballseite, dort Lücken zu schaffen durch Sperren. Und wenn man zwei Kreisläufer nun am Kreis hat, dann sind ja mehr Lücken dadurch, dass sie da in der Mitte stehen. Also man kann besser diese Lücken schaffen. Und man hat dann auf irgendeiner Seite, dadurch, dass der Kreis auf einer Seite ja steht, eine Überzahlsituation. Die kann man damit schaffen. Und das ist der Sinn des Kreisläufers, diese Überzahlsituation zu schaffen. Es hört sich für mich ein bisschen verwirrend an, wenn ich sage, okay, mit sieben oder sechs Verteidigerinnen Spielern ist dann ziemlich dicht am Kreis, dann kommen noch zwei von meinen dazu. Muss es dann nicht enger werden? Nein, wenn man vorher die Abwehr bewegt hat in eine Richtung, dann ist es ja nicht enger. Also das klingt natürlich im ersten Moment, aber man spielt den Ball ja immer von einer Seite zur anderen, nicht weil es Spaß macht, sondern um die Abwehr in Richtung Ball zu bewegen. Und man muss sich vorstellen, da wo der Ball ist, da guckt die Abwehr auch hin. Und das heißt, die rücken alle mit. Und das heißt, auf der ganz anderen Seite ist dann ein Spieler frei, in irgendeiner Form. Wenn man den Ball nun schnell genug wieder zurückspielt, dann wird ein Spieler frei sein. Und wenn dort jetzt noch ein Kreisläufer steht, dann hat er noch mehr Möglichkeiten, diesen Raum am Kreis zu schaffen. Das hört sich für mich ganz einfach an. Wir lassen einfach die Abwehr ganz rechts rüberrücken und spielen dann einmal quer über den Kreis zum Außen und dann ist er frei. Das ist ja, hört sich ziemlich einfach an. Das ist auf jeden Fall eine Variation. Das sieht man manchmal auch im Männerhandball, dass ein Außen eigentlich zum Torwurf kommt, aber einen etwas schlechten Winkel hat und sieht, mein anderer Außen steht aber vollkommen frei, weil die gesamte Abwehr mit rübergerückt ist und der hat dann 5 Meter Platz, um